Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Brothers. Wir befinden uns in der Welt 8 mit dem lieben Ego. Hallo Ego. Hallo Becky. Ah, diese Panzerlevel sind so schön. Naja. Schön scheiße, meinst du wohl? Der Panzer ganz am Anfang ohne Scheiß ist einfach super useless. Der fällt einfach nur her und macht genau gar nichts. Also ich finde, das Ding hat teilweise echt schwere Stellen, diese Panzerdinger. Mhm. Was ich aber gut finde, ist, du kannst wirklich nicht zermatscht werden von den Panzern. Was kann man? Du kannst nicht zermatscht werden von den Panzern. Weil der sein könnte, dass du über dich drüber fahren können, du bist tot. Das finden sie halt nicht. Ja, das war ein bisschen risky. Ich finde es gut. Scheiße. Wow. Kann das sein, dass diese komischen Biber-Hamster erfressen irgendwas da nicht mehr rauskommen, wenn die einmal platzen in dem Level? Ja, oder? Nee, das Level ist nur so schnell, glaube ich, dass sie nicht mehr rauskommen können. Ist ein bisschen schneller vom Scrolling. Ja, das sind jetzt die Abfuck-Level und ich glaube, wenn man stirbt, dann kommen die wieder, oder? Bin mir nicht mehr sicher. Und das Nervige ist, es dauert halt einfach ewigst, bis man da durchkommt, weil... Oh. Mhm. Weil es einfach piss langsam ist. Oh, das war close. Aber predicted. Die werfen viel schneller. Die haben, wenn sie rauskommen, deswegen. Die haben, wenn sie rauskommen, haben sie gleich einen Boomerang in der Hand. Und die bleiben tot, wie es aussieht. Mhm. Fuck, ich bin noch zu blöd, ey. Das bist du. Aber das ist nicht so gemein. Oho. Ich schaff das jetzt. Tot. Instant. Das war permadot. Permadot. Mist. Echt? Fuck, ich hab vergessen, dass der Sohne schießt. Ich dachte, der schießt nach oben. Mist! Soll ich ihm das geht, indem ich meinen P-Flügel benutze? Ups, das wirst du bitte nicht tun. Nicht für diese leichten Level am Anfang, die sau schwer sind. Warum springst du? Ich hab den einen Platz gemacht, deswegen bin ich hochgesprungen. Ach so. Ach, du bist du bist hochkatapultiert. Ich dachte schon, du bist gesprungen. Nee, ich war so kurz davor zu springen, weil ich dachte, oh fuck. Ich kann auch das Level einfach überspringen. Und das nächste auch, und das nächste auch. Ich kann sau viele Level überspringen, warum habe ich die ganzen Wolken auf? Die Wolken sind so useless. Für was benutzt man eigentlich nochmal die Wolken? Keine Ahnung. Jetzt zum Level überspringen halt mehr nicht. Ja, aber was bringt dir schon Level zu überspringen? Wenn du stirbst, dann bist du wieder hinter dem Level, also... Das ist so ein bisschen... weiß ich nicht. Ich glaube, beim einen haben wir benutzt und die war auch ganz Alter. Gut, dass wir benutzt haben. Weißt du es noch? Schau mal, wie schnell ich auf den draufgesprungen bin, das kannst du vergessen. Die kannst du nicht vorher killen. Das kannst du komplett vergessen. Was meinst du? Ich meine, wir haben, kann ich die einschläfern? Nee, ich glaube, ich geht nicht. Ich meine, wir haben ein Level haben wir übersprungen mit einer Wolke. Also haben hoch gepokert, aber hat sich auch gelohnt in dem Moment. Weiß ich nicht mehr. Kann sein. Ah, er hat gelernt. Ne. Ist gelernt, Junge. Fuck. Und beim ersten Mal bin ich am weitesten gekommen. Das pisst mich sowas an. Sowas pisst mich immer übelst an. Am Anfang hattest du eine verdammte Blume, eine verdammte Feder. Nee, ich hatte keine Feder. Ich hatte eine Blume, stimmt. Ich hatte einen Pilz. Stimmt, du wurdest einmal getroffen von ihm. Ja. Not even close. War ich so weit? Nee, ich glaube nicht, gell? Ich weiß es nicht.
Nein, so weit war ich nicht. Jetzt kriegst du einen Pilz. Boah. Nice. Tut der Mitilator mir weh? Nee. War ich nicht mehr sicher? Nee, der tut dir nicht weh. Der tut dir gar nichts. Ich glaube, am Schluss kommt nochmal ein Hammer, Bruder, oder? Ja, ich glaube ja. Spring! Boah. Ach, Quatsch, Black Useless. Alter, der war nice. Man hat dann entweder Skill oder macht das halt nicht. Ja, du hast es. Ja, natürlich. Gibt's hier nicht auch noch die großen Kanonen? Was war? Gibt's hier nicht auch noch die großen Kanonen? Meinst du die voll assig großen Kanonen? Ja, die mega assig Kanonen, die ultra schnell schießen. Und dann auf jeden Fall platt machen? Ja, doch, die gibt's noch. Ja, da war ja ich was. Glaub, die kommen ja aber nicht. Ich bin mir sicher. Ich sterbe jetzt eh, Alter. Oh mein, Bruder. Nein! Das war mega dämlich. Boah, nur oh nach rechts. Ah. Alter, ist das bitter. Ist mir jetzt egal. Jetzt sehen wir übrigens nochmal einen Einsatz. Irgendwann muss man sie ja raushauen, den Scheiß. Bringt hier einen Scheißdreck, ich kann nichts abknallen. Ah, Hammer Time. Oh. Nice. Warp, würde ich sagen. Ultra Burst. Ich bin einfach so gut. Was? Was? Habe ich jetzt nicht ganz so verstanden, aber gut. Nicht nachfragen, akzeptieren. Jo. Ja, das läuft schon mal ganz gut. Ja. So, und aufpassen, gleich kommt irgendwo die Riesenkanone, die sich einfach wegsnipert. Das ist halt einfach nur so, ach du bist groß, willkommen, batz, hier in die Fresse, Alter. Ich bin aber auch groß. Ja, ist so. Ich glaube, hier war die jetzt, ne? Nee. Hier war sie. Ja. Wo man konzentriert sich auf das Ding, weil man denkt, da kommt ein Typ raus. Und dann ballt einem diese Kanone halt einfach ins Gesicht. Spaß. Natürlich. Ich dachte mir, ich trifft jetzt die Kanonenkugel auch nochmal. Das hätte ich mir egal. Not bad. Wow, ein Stern, danke. Das ist genau das, was ich wollte. Nicht irgendwas was Nützliches. Ist das ich wollte einfach nur einen Stern. Das ist das ist 1 zu 1 mit einem Hammerbruder gleichzusetzen. Das ist. Ja, da kommst du halt nicht durch, aber gut. Kannst ja trotzdem versuchen. Tja, Arschkarte. Zurück. Ach so, das dort mit dem Feuerdinger nochmal. Nein, waren das nicht 5 Level, die man schaffen musste? Irgendwie so? Nee. Das waren so random Level. Wenn du da durchkommst, kriegst du am Schluss eine Feder. Och Mann, wieso? So, und jetzt kommt das schwere Level. Das ist so schwer, dass sie dir am Anfang gleich ein Power-Up geben, bei dem du zu 90% verreckst, aber gut. Außer du cheatest natürlich. Ah, ja, genau. Meinst die Schwierigkeit hier ist, dass das Schiff Seegang hat. Oh, das war riskant. Das war sehr riskant. Und die kommen auch wieder. Ja, aber sollen sie ruhig. Mir egal. Ja, natürlich! Ja, eindeutig Vorstandszug hier. Ja, aber ich würde sagen, das ist, wir nehmen den Superanzug, wo man wechseln kann zwischen den Formen. Das wäre doch mal geil. Ja. Auf jeden Fall.
Weil er wieder einfach mal instant wieder da ist, ne? Ja. Das ist wahrscheinlich die nicht mehr 2 Sekunden Zeit. Oh fuck, hier ist eine Kanone. Oh, lol! Vorsicht! Licht okay. Fuckt euch einfach mal hart, ey. Geht da weg. Keiner mag euch, ey. Ohne Scheiß. Alter, hier geht's ab. Schaut es an. Die wollen hier auf jeden Fall loswerden. Boom, boom, Party. Ist doch wunderbar, wieder so ein Spacken. Nee, gar nicht. Nee, nee, hier ist keiner. Jetzt. Nice! First try, Junge! Stimmt. Egal, stimmt. Stirb, du verkackte Sau! Oh. Ja, er kriegt nicht mal was. Das ist für eine Scheiße. Oh, ist mir egal. Die scheiß Welt ist weg. Die scheiß Welt ist weg, ja, aber nur bis du hier rüber gehst, dann ist sie wieder da, ne? Nein, eh nicht. Doch? Das ist eine Burg, Alter. Ganz schmarrn. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, muss ich ehrlich gesagt. Ja, werden wir sehen. Nächstes Level bin ich sowieso tot. So, und jetzt gibt's hier diese Level. Das sind 3 Level. Das erste, das in der Mitte und das linke. Und es ist Zufall, ob man von der Hand gepackt wird oder nicht. Und das sind schwere Level. Oh, ich würde sagen GG. Nee, es sind keine schweren Level. Das sind eigentlich so Bonus-Level für die 8. Welt irgendwie. Nö, ich fühle mich auch sehr special, wenn ich in die Welt gezogen werde und dann einfach da, ne, Scheiße machen muss. Boah, okay, das ist echt ein Bonus-Level. Sag ich doch, das sind Bonus-Level. Das ist, glaube ich, auch das leichteste von allen. Aber du kannst, halt trotzdem sterben. Und mich fühlt mir, dass ich in die erste Welt gezogen werde. Einfach nur, weil die das Spiel mich hasst. Hoffentlich bekommst du. Aber du bist groß, das ist nicht so schwer. Ja. Ich hatte jetzt das Blöde mit den vielen Abgründen. Okay, was hätten wir, dass ich in die erste Welt gezogen wäre? Bloß weil das Spiel mich hasst. Oh, das ist das schwerste. Das ist das schwerste von den 3 Leveln. Ich glaube, hier muss ich auch nicht Speed haben, ne? Weil ich hier nicht überall Fisch habe. Ja, ich laufe jetzt einfach. Ist mir egal. Da wäre ein Power-Up drin gewesen. Egal, renn durch. Du hast es eh gleich geschafft. Das ist nicht mehr lang, das Level. Genau, das sind im Grunde Bonus-Level, weil sie sind relativ schnell durch. Und geben am Ende halt immer ein geiles Item. Man bekommt am Schluss halt immer eine Feder. So, viel Spaß mit Luftschiff. Das ist kein Luftschiff, ist normales, ne? Oh, jetzt geht er natürlich nicht mit dem Kopf. Ich werde sterben, okay. Wahrscheinlich. Fire Brother! Hammer Brother! Man muss die Level mitnehmen. Das ist einfach so. So. Boomerang Brother. Hammer Brother. Big. Okay, das Level war jetzt sogar relativ einfach. Das größte Hindernis ist, glaube ich, echt der Fall. Die haben wir alle First Try geschafft. Wir sind kacke. Natürlich war das einfach. Gut, dann haben wir das schon mal hinter uns. Aber du bist so kacke. Jetzt muss ich das scheiß Shift machen. Jo. Fuck my life. Ich hätte die Feder genommen. Das ist nämlich schwer. Das geht schneller. Vielleicht viel mehr Grund für mich, die Hälfte des scheiß Levels zu skippen, indem ich einfach rüberjumpe. Ist da unten dieser Scheiß, ne? Ja. Aber das Level geht wenigstens schnell. Ja, ist so. Ja, das war kacke. Ey, aber ich glaube, ich habe bestimmt schon halb durch. Schauen wir mal, ob du das dein Level nochmal machen musst. Ich glaube ja nicht. Man hat's nicht gesehen. Siehst du da hier. Natürlich, holen wir erstmal Schwung. Wie sieht das Level bei dir schwieriger aus als bei mir? Sah das bei mir schwer aus? Ein bisschen. Du musst halt schon rechts und links dodgen. Und ich glaube ich.
Ja, sie haben gesagt bei dir so, ja, dodgen mach mal lieber nicht, das kann der Ego nicht so. Ja, das stimmt. Bei mir immer so, ach komm, alle 5 Minuten lass ihn einfach nicht. So, du kannst gleich wieder das Luftschiff machen. Ich habe mir jetzt die ganzen Power-Ups mal gegönnt. Ja, fick dich, siehst du, und, komm. Ah, es ist okay, ist gut. Okay, dann haben wir eh schon relativ gut was geschafft. Ja. Das ist das ganze Vorgeplänkel, bevor die Levels übrigens losgehen. Das ist alles hier noch Vorspiel. Das ist nur Küssen und das ist nur Kussen und Fummeln, das ist noch nicht angefangen. Was? Das nennst du Vorspiel? Was nennst du Vorspiel? Fisten oder was? Ich denke, das sind private Details, die behalte ich jetzt mal bei mir. Und dieser Wichser-Sniper, ey. Hast du es gesehen? Also, okay, warte, ich breche ihn. Ja, fliegt genau dahin. Bam! Ich hab mir den Fehler genommen, das Level ist schwer und schnell. Weißt du, eher so, ich predikte das einfach alles. Übelst predicted, Mann. Ich glaube, das ist der mir etwas wenig gebrochen hat. Bin das Level gleich eh schon zu Ende? Ja. Ah, das war. Hätte ich nicht mehr schaffen können, weil ich so gewartet habe. Feder wäre nice, aber ich glaube. Wasted. Mit der einzige Feder, ich hab sie. Vor allem, es bringt jetzt überhaupt nichts hier, eigentlich Stuff zu nutzen, weil wir haben noch nichts geschafft, außer die drei Bonus-Level. Ich würde nicht so früh draufspringen. Du verkackst sonst vielleicht Sachen. Oh, oh. Ich möchte aber nicht wie du gleich haben, dass ich halt keine Zeit mehr zum Springen, weißt du? Ja gut, das ist ja erst später. Die, da, wo die Longjumps kommen. So, ab jetzt. Ja. Oh, ich dachte, der trifft dich jetzt irgendwie. Wenn ich nicht gerutscht wäre, ist das gewesen. Egal. Oh, fick. Ist assi, ne? Okay, du hast es geschafft. Jetzt kommt irgendwie noch so ein Scheiß. Und den schaffst du jetzt bitte und verkackst nicht. Ah, das ist der hier, den hast du unter Kontrolle. Wow! Wow! Ego! Überhaupt nicht nervös. Ego ist es einfach mal. Ego! Ah, wenn alle Stricke reißen, Ego bescheißen. Was? Yes, ich verstehe. Ich hab irgendwas genommen, was sich reimt, das muss doch keinen Sinn ergeben. Das ist okay. So, dann haben wir jetzt schon mal hier alles geschafft. Und wir haben theoretisch. Lecky sammelt alle Bonuslevel ein und ich mache halt alle Flugschiffe und alles, was wichtig ist. Oh nein, stimmt, ich erinnere mich. Do you remember me? Jetzt geht das. Boah. Wenn wir jetzt mal einen Lauf nehmen würden, ne? Was wird das denn? Ach, das sah einfach nur irgendwie traurig aus. Leute, das war's von diesem Part. Kein Bock auf diesen Scheiß. Nächsten Part fangen wir dann normal an mit Welt 8. Da kommen dann die schwersten Level der schwersten. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Bis dann und ciao, ciao. Euer Blacky. Und Ego, ciao, ciao.